Meine Damen und Herren, sparen Sie sich Videotexttafel 150, denn bei uns haben die Nachrichten einen Live-Gebärdendolmetscher und der heißt Lars. Hm? Lars bringt Barbara und Elton doch gleich mal mit auf die Bühne, weil dort haben wir ein kleines Nachrichtenstudio aufgebaut. Und Elton Klöppel, unser Nachrichtenmann, wird unterstützt von unserer Außenreporterin Barbara Klöppel. Aber wir brauchen natürlich für das, was draußen passiert, brauchen wir jetzt noch ein paar kleine Anweisungen aus dem Publikum. Und zwar, nennen Sie mir doch einmal ein Insekt. Habicht. Habicht gehört gerade. Habicht, das berühmte Insekt, der Habicht. Habicht? Das hätte ich sein können. Grashüpfer. Was war denn? Ein Granitscher. Ein Ohrenkneifer. Oh, das ist fein. Ohrenkneifer, das nehmen wir. Und dann brauchen wir jetzt noch ein deutsches Volksfest. Was? CSD ist fein. Das ist doch wieder ganz herrlich. Was machst du jetzt, Elton? Du kannst es dir nicht merken. Oh, was hatten wir für... Ja, sag doch mal, es ist gar nicht so schwierig. Ich habe jetzt den CSD als deutsches Volksfest genommen. CSD, ja. Nee, das, guck mal, das schreibe ich doch hier auf. Und zwar, wir sind ja jetzt in Köln. Ne? Das ist nämlich jetzt der Ort. Wir sind in Köln. Beim CSD. Das ist das Volksfest. Und das andere waren die Ohrenkneifer. Was nämlich passiert ist, ihr Lieben, ist ein Riesenohrenkneifer macht den Kölner CSD unsicher. Bitteschön. Herzlich willkommen zu der Freischnauze XXL News. Wir müssen leider die Hinrichtung von Dieter Bohlen unterbrechen wegen einer Eilmeldung. Beim Kölner CSD brach eine Massenpanik aus. Denn ein Riesenohrenkneifer setzt dort die Menschen unter Angst und Schrecken. Vor Ort ist jetzt meine bezaubernde Reporterin, Außenreporterin Barbara Schöneberger. Barbara! Ja, Peter! Wie ist denn die Lage? Peter, ich verstehe dich gerade sehr schlecht. Aber wenn ich recht verstanden habe, die Lage ist dramatisch. Tumulte spielen sich ab. Viele Homosexuelle laufen wildschreiend durcheinander. Denn sie sind in Angst und Schrecken versetzt. Ein monströses Tier, das einem Grashüpfer und vielleicht auch ein Stück weit einer Spinne gleicht, hat sich der Kölner Innenstadt rund um den Dom bemächtigt und sitzt zurzeit vor dem Kölner Dom neben einem Modegeschäft und putzt sich die Füße. Peter? Ja, ich höre dich. Scheiß die Wand an, Barbara. Das klingt nicht gut. Was macht denn der Bundesgrenzschutz, die Polizei, Feuerwehr, Sanitäter, GSG 9, alles, um diese Massenpanik zu verhindern? Nun, die Polizei, Feuerwehr, GSG 9, das Technische Hilfswerk und die Krankenwägen sind natürlich rund um die Uhr im Einsatz, um ohnmächtige und verrückt gewordene einigermaßen im Zaum zu halten. Ja.
Schlag mich tot. Das sind ja wirklich schlecht. Eine letzte Frage habe ich noch, die uns allen wie unter den Nägeln brennt. Was kostet denn das Bier dieses Jahr auf dem CSD in Köln? Du wirst es nicht glauben, aber die Bierpreise steigen und steigen. Und angesichts der Massen, die sich durch die enge Altstadt drücken, wird es auch nicht billiger. Kann man das so sagen, Peter? Barbara, das kann man so sagen. Dann verabschiede ich mich, denn der Ohrenkneifer setzt sich wieder in Bewegung, um Richtung Schwulenviertel zu gehen. Vielen Dank, Barbara. Und wir gehen zurück zur Hinrichtung von Dieter Bohlen. Ich muss in meine Kamera gucken. Ja, aber manchmal aber auch besser.